Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Zelda-Stream. Ja, heute wieder auf Schreinsuche. Letztes Mal haben wir eine Erinnerung eingesammelt. Und wie immer geht natürlich allererst, wer spoilert, der fliegt aus den Kommentaren für alle Zeiten. Das nur mal ganz kurz am Rande erwähnt. Ich habe aufs Screen zumindest ein bisschen mal wieder hier so ein bisschen was an Crocs markiert. Also ja, so drei habe ich hier auf der Karte. Letztes Mal hatte ich mir als Ziel gesetzt, dass ich hier den Turm holen wollte und dort dann eine bestimmte Stadt besuchen wollte. Und das werden wir heute auch im Verlauf des Tages machen. Direkt neben mir hier unterhalb ist ein Schrein. Ein Krog geistert vor meiner Nase rum. Dich sammle ich jetzt ein. Du gehörst jetzt mir. Sonst kann Marunus ja nicht meine Tasche verbessern. So, ich habe meine Amiibo-Kisten hier noch stehen. Da ist wie immer nur unser Datenschild in der einen Kiste drin. Den packe ich einfach an mein Ritterschild. So, und was ist in der Kiste drin? Ein Ritterschwert. Ich habe offscreen auch noch mal hier die Amiibos durchgehauen, ein bisschen. Und dabei habe ich den Seewind-Bumerang bekommen. Den lege ich jetzt zusammen mal mit dem Ritterschwert auf den Boden. Und den Seewind-Bumerang, den fotografieren wir jetzt. Erstmal. Und den habe ich natürlich nicht im Album. Es ist der Bumerang aus Windbreaker. So, einmal damit was dran ist. So, jetzt kann der Bumerang schneiden. Man kann sicherlich noch besseres Zeug dran schmeißen. Das kann ich jetzt von der Liste nehmen. Da unten wartet ein Schrein, den besuchen wir sofort. Daneben ist auch direkt eine dieser Pferdehütten. Auch da werden wir direkt drauf folgend hingehen. Das sieht lustig aus. Form in Balance. Das kam mir als allererstes in den Sinn. Stock, an dem ich hochkletter. Baumstamm, komm mit. Hier irgendwo eine Kiste versteckt? Okay, ist es nicht. Dann weiß ich direkt, wie ich hier weitermache. Wenn ich ganz hinten packe, komme ich vielleicht an die Teile da oben dran und kann die runterfischen. Ja, es klappt. Einfach die Idee. Das ist so nicht gewollt. Aber es funktioniert. Es ist so dämlich, was in diesem Spiel alles funktioniert und was nicht. Man kann so viel Mist bauen, wenn man kreativ ist. So. Die Wurst wurde länger. Wo ist jetzt eigentlich meine geheime Kiste? So hat man eine stabile Brücke zum Mitnehmen. Was null vom Spiel gewollt ist.
So. Hier ist doch bestimmt eine Kiste versteckt. Da, ich sehe sie. Ich habe Erfahrungen mit einem Floß gemacht. Nur gute. Alle Erfahrungen mit Floßen sind unfallfrei gewesen, soweit ich mich erinnere. Und es gibt keine Videobeweise, die das Gegenteil beweisen. Geh zuerst mit der Kiste. Ein Stachelschild. Dafür habe ich mich durchgeboxt. Ich nehme ihn wegen der Heiterkeit und packe ihn an den Soldatenschild vorne dran. Ach, den Soldaten, den Ritterschild. So. Wir kommen in die richtige Richtung. Man hat eher eine Aufgabe, an die Kiste zu kommen. Aber läuft doch bisher. Ja, deswegen, ich möge mir Kraft schenken. Dann kann ich das hier auch löschen. Da ist nur ein Krog, da ist ein Krog. Und da ist was zum Einsammeln. Das ist unser Vogelfreund. Jo. Einfach nur panisch gerade ein Foto gemacht. Ja, bin gespannt. Ja, da sollte man vielleicht ein bisschen nachhaken, da hast du recht. Ach, mein Hundefreund, warte, ich gebe dir was zu futtern. Hier, du kriegst sogar ein bisschen Edelwild. Was ganz Leckeres. Gönn dir. Der Feini. Ja, ist ja gut, kriegst noch mehr. Ruinen sind in der Nähe. Okay. Ah, gönn dir das leckere Fleisch. Jetzt ist der Hund glücklich.
Der brave Hund. Hier, kriegst noch mal ein Leckerli dafür. Der Feini. Warum kann ich die nicht streicheln? Ich kann ihn nur erschrecken. Zehn von zehn, wenn ich den Hund streicheln könnte. Du darfst mir einen Punkt geben. Ein Punkt noch, dann kriege ich den nächsten Treuepreis. Was ist mit kranzförmiger Statue? Ich guck's mir später an. In Kakariko war ich schon. Du willst da reinbeißen. Goronen essen ja alles, was Gestein ist. Ciao. Nicht die Ruinen wegfuttern. Hallo, habt ihr vielleicht ein paar Eier für mich? Wie wär's, wenn ihr mal schwimmen geht? Meine alten Erzfeinde. So viele Gezeiten habt ihr mich gepiesackt. Oh, hier ist ein Brunnen. Hallo. Irgendwas für Wälder, so ein legendäres Schwert. In einem Wald ist mein Schwert. Was ist denn los? Okay. Okay. Ich sollte da gleich mal vorbeischauen, aber erstmal muss ich einmal ganz kurz meinen Hund rausschmeißen. Krabbe plus Ö. Gleich lecker. Was verkaufst du mir denn hier so Schönes? Zitterflügler, ja, verkauf mir mal ein paar. Die Zitterviecher habe ich noch nicht. Wenn man Terry glücklich machen will, muss man ihnen Insekten verkaufen. Das darf man ja auch verkaufen. Und Pfeile kann ich nie genug haben. Ach komm, ich mach dir eine Freude.
Ja, ich sehe das genauso. Oh. Aber irgendwie ist es mir gerade zu dunkel. Hm. Oh. Ich bin Marlon, Gott der Pferde. Okay. Beim Alkala-Stall bat der. Okay. Dass man dir eine tote Pferde wiederbeleben konnte. Oh. Danke, ich hab's hauptsächlich auch wegen dem Treuepreis gemacht. Oh. Hm. Gib mir meine Prämie. Ja. Oh. Oh. Hm. Danke. Oh. So. Wollen wir in den Boden? Ich habe gehört, wir wollen in den Boden. Irgendwas da drunter? Nö. Nur ein rostiger Zweihänder. Oh, hi. Sind hier wirklich gar nichts? Okay, jetzt verstehe ich, wofür man das ganze Zeug hier bekommt. Muss ja nur ausreichen, dass ich das Ding aus der Wand ziehen kann. Für einen Wurfspeer. Wofür den auch sonst? Eine Haltbarkeit beim Wurfspeer bringt mir überhaupt nichts. Ach, hier unten ist es auch noch rutschig. Der Pfeil darf bleiben, wo er ist. Ja, dann gehen wir mal bei der Brücke nachgucken. Ach, wo ist denn dein Kumpel schon wieder? Ihr sagt nicht da ganz hinten. Mitkommen. Thank you.
Das ist, glaube ich, nichts von Interesse. Nee. Bei jeder Brücke ist ein Krog. Man muss nur suchen. Das ist eine eiserne Regel. Das funktioniert auch unter Wasser. Hauptsache, ich krieg dich an Land. Weg mit dem Scheißsegel. Yes, May. So. Ich habe gesehen, dass da noch eine weitere Kiste unter Wasser ist. Tika Dolch. So, du bleibst hier. So weit. An wie viele Jahre brauchst du denn, um aus dem Menü rauszukommen? Und das alles für eine Kanone. So. Kommt jetzt wieder ein Kumpel. Da freue ich dich, ne? Danke für die doppelten Krogsamen. Die nehme ich immer gern. So, wo ist hier der geheime Krog? Irgendwo hier ist doch ein Krog. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich wusste es. Brücke gleich Krog. Diese Rechnung hat mich noch nie enttäuscht. So, mach's gut, mein Ventilator.
Hier hat irgendwo angeblich jemand ein Zelt hier aufgeschlagen. Danach suchen wir. Ich höre das Böse hinter mir. Komm, schieß doch. Da oben drauf ist doch bestimmt etwas. Da oben drauf ist ein Krog. Da sind die Zelte. Oberhalb von mir sind Himmelsinseln. Ach, das ist die Standardinsel. So, bin ich oberhalb von den Turm? Ich würde sagen, ich bin oberhalb. Da drin ist auch noch mal ein Krog. Ups. Ich musste kurz überlegen, wie ich den da reinstecke. Das ist gerade Bockmist. Habe ich die Schleischnecken eigentlich schon fotografiert? So schön grün leuchtend. Ja, und das sogar im Besser. So, wollt ihr dann mal erzählen, warum ihr nicht weiterzieht? Das ist der Koch, der gesucht wird. Was ist denn das Gericht? Irgendwas mit Wildfleisch? Das hilft mir aber nicht. Wild, Hyrule, Reis und Steinsalz. Aber Problem ist, dass ich den Topf da nicht nutzen kann, weil Wetter dagegen spricht. Vielleicht funktioniert es mit dem Reisekochtopf. Ah, mit dem geht's. Wild, Reis und Salz. Gut zu wissen, dass die Dinge auch bei Regen funktionieren. Hab's gekocht. Wer will? Nehmen Sie ruhig. Teilt aber am besten. Aha.
Und irgendeiner von euch Deppen hat da Wildfleisch reingetan. Oh. Da war einer neugierig. Ja, der macht sich gewaltige Sorgen. Danke, kriege ich die Zutaten einfach direkt zurück. Oh, nur kriege ich dafür Luxuswild. Wegen einem, der was ausprobieren wollte. Leider die ganze Gruppe. Hab sie schon gefunden. Danke. Oh, ich krieg einen Bonus. Ciao. So. Dann gehe ich jetzt nächstes Mal dahin. Da ist nämlich ein Krog. Den holen wir noch. Gehen darüber über diese Brücke, dann können wir noch einen weiteren einsammeln. Hi. Dann kriege ich jede Menge Tomaten. Da ist wieder irgendwo so ein dämlicher Oktorok. Brauchen Tomaten nicht normalerweise mehr Sonne? Die kriegen die doch kaum welche. Hi! Ich kann nicht ruhig fertig machen. Nachdem der Blutmond rum ist. Du würdest instant wiederbelebt werden. Sieht irgendwie schön aus. Oh, du wirst ja wiederbelebt, wenn du nach dem Blutmond stirbst. Also. Kann ich auch synthetisieren, wenn es an dir dran klebt? Nee. Lass fallen. Und dann den Prügel wollte ich eigentlich nicht kaputt machen. Mitten im Kampf. Ich bin manchmal so unfähig, dieses Auge zu treffen.
Danke. Auch für das Bündel. Na, den Soldatenbogen kannst du behalten. So, hier wollte ich hin. So, wo ist hier der Kock versteckt? Wo bist du? Wo willst du hin? Ist die bessere Frage. Dahin, okay, ist ja nicht besonders weit weg. Oh, hier ist auch nochmal so ein Bodending. Von oben so ein bisschen drüber gucken. Kommt mal vorne drauf. Okay, das Ding ist groß. Perfekte Landung. Gern geschehen. Ich helfe doch gern. Was ist da oben drauf? Nichts. Oh, du mit deinen Kuscheltieren schon wieder. Ich glaube an dich, du schaffst das noch. Schon gehoppelt. Das klingt falsch. Sei doch nicht so schreckhaft. Ich hoffe, keins ist ins Wasser gefallen. Sie sind alle im Wasser. Okay. Oh. Bitte sagt, es ist seichtes Wasser, dass ich drin stehen kann. Ist es nicht. Thank you.
Aber zum Glück sind wir schlaue Füchse. Es klappt schon. Ich hoffe einfach mal, dass das alle waren. Bitte sehr. Mann, warum ist das gerade so verbuggt? Ich versuche ja keinen Speed-Rekord aufzustellen. Gern geschehen. Bitte nicht denselben Fehler nochmal machen. Danke. Okay, mein Flugzeug ist dadurch weg. Und da sehe ich auf jeden Fall schon mal eine Krogstelle. Das ist bestimmt mehr eher so Richtung Mitte. Wir haben sie gefunden. Yay, das ging schneller als ich dachte. Hyrule soll mir allein gehören. Eine Moldova-Herde nähert sich! Es sind so viele! Unzählig viele! Moldoras sind Einzelgänger! Was geschieht hier? Thank you.
Maldoras auf einen Schlag ausgelöscht. Was war das denn? Ein offener Angriff ist also sinnlos. Mysterienstein der Sonau. Faszinierend. Darf ich später bitte auch solche Laser abfeuern? Das wäre wunderschön. Alter, wie groß das Teil einfach ist. Deckt hier fast den ganzen Bereich ab. So, da wollte ich aber eigentlich hin. Wollte da den Kock eigentlich noch einsammeln. Aber wenn ich mir die Uhrzeit anschaue, würde ich sagen, gehen wir hier zum Turm und holen jetzt den Turm. Wird es halt nochmal ein bisschen nach hinten geschoben. Der Kock läuft uns ja nicht davon. Da unter mir fliegt der Drache. Wenn ich jetzt einen Sturzflug nach unten mache, dann kann ich mir auch die Schuppe eben kurz holen. Wo fliegst du hin? Eine Nydra-Schuppe. Jetzt muss ich nur einen gewaltigen Weg latschen. Da vorne ist das Dorf, zu dem ich die ganze Zeit will. Ich kann auch ruhig erstmal beim Dorf vorbeischauen und dann erst beim Turm. Das glaube ich auch besser. Das hat ja prima funktioniert. Da oben ist was. Ich sehe es von hier. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, was ich hier zusammenbaue. Unbedingt einen Apfel. Ich verstehe schon.
Okay, an den Stellen ist was. Mal da Sterne hin. Ich habe ein Windrädchen gesehen, da ist ein Krog. Ist jetzt ins Nirvana geflogen, ne? Komm ja auch so nach Hateno. Das ist ja das Gute, die Städte sind alle noch an denselben Orten. Schöpfung. Wessen Schöpfung darf ich jetzt hier mit dem Gutachten? Hier will eine Kugel rein, okay. Da ist instant das Teil. Das hat jetzt Strom. Ich weiß gar nicht, welche Kugel ich nehmen soll. Vielleicht die? Oder vielleicht doch lieber die da? Die da sieht auch ganz schön aus. Das Teil ist schon offen. Ich nehme mal den Rest einfach nur weg. Bestimmt ist da drunter die Kiste. Sage ich doch, hier ist die Kiste. Starkes Onanium Großschwert. Danke, Spiel. Schmeiß das einfach weg. Schnell, bevor sie alle weg sind, Leute. Kauft euch heute noch eure Kugel. Sind nur noch ganz wenige da. Was war das denn für ein billiges Rätsel? Ach, lustig, die rollen da oben sogar einfach weiter. Ich will gucken nach drin. Schien offenbar knapp zu sein. Hab gerade so die eine Kugel da reinbekommen. Ganz knapp. Hätte fast nicht an Kugeln gereicht. Zum Turm habe ich gehört. Jetzt zuallererst. Ich kann ja hierhin ruhig mich hinporten. Wir können dann ja auch gucken, was es hier so alles gibt. Oh, ich erinnere mich gerade an die Fackelaufgabe, die es hier gab. Das ist imposant. Ja. Was? Nein! Geliebte Frau?
Oh. Oh. Hm. Du magst deine Ehefrau sehr, ich verstehe schon. Oh. Die will ich probieren. Ich lass dich ja schon in Ruhe. Ich glaube, ich brauche meine Winterrüstung. Der Hund, die hat Spaß. Bin überhaupt kein langer Weg da hoch. Wir werden genau beim Loch runterkommen. Haben noch einen weiten Weg geschafft. Den Rest werden wir zu Fuß gehen müssen. Ich glaube, das Kletterhemd kann ich ruhig anziehen. Ja, passt von der Kälte her noch. Warum kannst du hier nicht bei mir runterkommen, du Scheißteil? Dann hätte ich einen leichteren Weg. Mal 10 Jahre in den Berg hoch sprinten. Aber wir kommen langsam höher. Nicht vergessen, an dem Eis kann man richtig kacke hoch. Schon, warum ich Ausdauer erstmal hochgepusht habe. Zum Glück muss ich den kein zweites Mal hoch. Hoch zu kraxeln ist ja eine Tortur. Aber zum Abschuss. Oh, da sehe ich direkt eine Herausforderung. Und ein weiterer Teil der Karte aufgedeckt.
Oh, hier ist viel an der Stelle. Erstmal die aerodynamische Rüstung anziehen. Oder auch nicht. Weil dem Charakter sonst zu kalt ist. In der Richtung soll was sein? Ist das weiter oben? Nee. Da ist wahrscheinlich das Endteil. Da sehe ich's. Geh mir da mal zuerst hin. Ich kann ja mehrmals durch den Turm springen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Schlittenschild. Ach, mit dem kann man wahrscheinlich richtig gut Schlitten fahren. Habe ich nie drüber nachgedacht. Weg, ich nehme lieber die Sonanium-Schilde. Die beiden sind eh fast kaputt. Vorsicht da unten! Okay, hier ist ein Schrein angeblich. Wenn ich es richtig sehe. Nein, hier ist eine Herausforderung. Und dafür brauche ich wahrscheinlich ein Schlittenschild. Erstmal hier umschauen. Aha. Fertig umgeschaut, okay. Sind hier noch weitere Schlitten, die ich so zufällig nehmen könnte, falls der kaputt geht? Nee. Dann auch einfach auf die Piste! Okay, ich glaube, ich habe es verkackt. Kann bestimmt auch ruhig auf die unteren Inseln, aber ich will auf Nummer sicher gehen und versuche den Weg einfach bis dahin zu fliegen. Ich glaube, Partheno werden wir erst beim nächsten Mal erkunden, aber wir haben den Teleporter dort hier, also ist das ja nicht wirklich das große Ding. Das Ding wird jetzt eher sein, da oben hinzukommen. Ja, sicher. Hab schon gesehen, was du hier gemacht hast. Du hast die Raketen als Pfeile benutzt. Hat wahrscheinlich unglaublich viel Schlagkraft sogar. Aber trotzdem gemein. Ist das die richtige Himmelsrichtung? Ja, das ist die richtige Himmelsrichtung. Es ist ein sehr interessantes Konstrukt. Auf jeden Fall, wo ich hin will. Ach verdammt, ich hätte mir das vielleicht in die Bautomatik einsprechen sollen, das Ding.
So, jetzt mache ich mal Trick 31 an dir. Ach, geht gar nicht. Ich bin da gar nicht. Nur so zur Info. Ich treffe den einfach nicht. Habe ich den Weg da hoch? Warte mal. Wenn man sich ganz doll anstrengt, könnte es klappen. Fast oben. Alter, geht es hier weit hoch. Muss doch auch eine einfache Methode geben. Macht mir, glaube ich, schwerer als es ist. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass da unten der Schrein war. Das ist, glaube ich, der höchste Punkt bisher, den ich bisher betreten habe. Ich hoffe, da oben ist auch was, wo ich mich hinporten kann. Hat funktioniert. Ich hätte gern den Punkt für hier oben, bitte. Okay, ist nur die Herausforderung. Ist kein Teleportierungspunkt. Insel der Kühnheitsprobe. Mal na, hoffentlich geht das mal gut. Wenn nochmal hier hochzukommen, wird eine Tortur.
seht aber auch kaum was. Und da ist meine Belohnung. Erstmal das Ding aktivieren. Täusche ich mich oder sind hier oben tatsächlich sogar drei Schreine? Ach, wieder ein Diamant. Oh, das wollte ich schon die ganze Zeit mal machen. Ich weiß sogar, was ich da dran packen will. Nämlich den Blitzwerfer. Aber natürlich erst, nachdem ich das hier gemacht habe. Abgesehen davon, dass man jetzt gerade eben nicht viel sehen konnte, war das relativ einfach. Also sollten wir das beim zweiten Mal jetzt schaffen. Die Maschine wäre ja, dass wir das nochmal machen und dann kriegen wir wahrscheinlich das letzte Aero-Rüstungsteil. Guck mal. Gucken, was hier rauskommt. Rein damit. Zehn Hydranten, eine Sprungfeder, Lenkelemente. Der Laserwerfer! Endlich kann ich Laser dran packen. Ich habe nicht gerade viele bekommen, oder? Nee. Gib mir noch ein paar von denen. Ich wollte eigentlich erst den Blitz dran werfen, aber Laser ist doch cooler. Ich bin bereit. Nimm ruhig. In höchstens 35 Sekunden. Okay, ich muss durchsprinten. Geschafft. Die Aeromaske. Danke. Lass mal stecken. So, da oben ist auch noch was. Ich glaube, das ist oberhalb vom Jona. Guck mal, da oben ist das. Da müsste ich noch mal so einen Sprung nach oben machen. Wir werden hier einfach beim nächsten Mal weiter erkunden. Ich schmeiße jetzt mal noch die große Sonau-Energiesphäre hier rein. Mal gucken, was wir rausbekommen. Ein Laserwerfer sehe ich schon. Und ultra viele Sprungfedern. Können mich eigentlich auch nach oben katapultieren. Ich könnte natürlich seine Prüfung ausnutzen vielleicht. Wenn ich von da oben aus einfach zu der Insel springe. Ich glaube, wir machen einfach den originellen Weg über den Turm. Nochmal hochspringen, die beiden Dinger holen. Das mit dem Schlitten als letztes.
Und dann gehen wir auch endlich nach Ateno. Wir haben ja jetzt die Karte hier. Ich sehe jetzt hier wenigstens alles. Jedenfalls, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, den nächsten Abo und ein Like auf YouTube später da. Ein Follow auf Twitch. Und an der Stelle verabschiede ich mich zuallererst von YouTube, wie ich es immer mache. Euch noch einen schönen Tag.